Ja, genau. Was für eine Verarsche, ganz ehrlich. Das war richtig. Und dann nimmt und gibt uns das Mistviech da eine mit. Aber okay, dann machen wir es halt nochmal und halten uns jetzt auf der Seite. Ein bisschen kann ich steuern. Ja, okay, vielleicht war es auch mein eigener Fail, aber egal. Weiterer Diamant und so. So, Mistviech. Noch ein Mistviech. Komm. So. Ich bin Avira, ich muss jetzt nachfragen wegen Updates. Aber irgendwas fehlt uns hier noch. Uns fehlen noch, diese tollen Kisten. So, die Röhre begeben wir uns mal. So, das Viech nehmen wir mit. Sofern ich's... Hallo. Mistviech. Genau, mal ein bisschen lang schubsen. Nein. Geh da raus. Nimm's in die Hand. Ja, nimm es in die Hand. Ne? Wo muss das überhaupt hin? Ah, okay. I don't have a fucking idea. Wir müssten da oben sein und dann darüber kommen. Ach, ist egal. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir alle von den Dingern haben. Da ist das Schlüsselchen. Ich aktiviere es jetzt einfach mal. Und wenn wir nicht alle haben, dann müssen wir halt nochmal rein. So, das Schlüsselchen konnte man vorher nicht holen, weil dieser tolle Oktopus hier den Weg versperrt hat. So. Nicht Oktopus, sondern, ja, der war halt zu der Weg. Au. Spinnst du? Das hat wehgetan. Tauch auf. It's all about time und so. Aber, und ich glaube, uns fehlt echt einer von den Dingens. Ich glaube, einer fehlt uns. Ja, einer fehlt uns. Es sei denn, der kommt jetzt hier noch auf letzte Meter, was ich nicht glaube. Autsch. Da ist er! Gott sei Dank, doch alle. Ich dachte schon, wir müssten jetzt alles nochmal machen. So, hier. Dieses kleine Promo-Ding nehmen wir noch mit. CD! Nicht zu verachten. Tja, würde sagen, auch dieses Level souverän gemeistert, ne? Bäh. Vollen Kristall, CD. Best Score. Auch nicht zu verachten. Okay, jetzt im Augenblick ist alles Best Score. Aber auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Komm ins nächste Level. Und das Bild wird wieder Farbe kriegen. Wir sind die Besten. Und wir haben auch 3 von 4 Kristallchen. Und wir gehen weiter in den Dschungelteil-Dingens. Dieses Level ist schön. So. Ach so. Das Mistding war das. Das ist eins um Schnellrennen und Zeit. So. So. So wird das gemacht. Halt einfach schnell rennen und das Teil bekommen, bevor es ins Wasser fällt. Und ja, das ist im Grunde schon alles. Da oben ist der Schlüssel, da kommen wir aber noch nicht ran. Während andere Zelda Ocarina of Time gespielt haben, habe ich meine Stunden mit diesem Game verbracht. Und wie man sieht, auch ziemlich oft gefailt. Damals wie heute. Ich hoffe gerade irgendwie, dass wir hier noch irgendwo Leben finden. Dass wir das Viech von unten vielleicht... Nein, können wir nicht. So, von dem Viech möchte ich mich nicht erwischen.
Ah, fail. Von dem Viech möchte ich mich nicht erwischen lassen. Aber hört euch... Ah, verdammt. Hört euch doch einfach nur mal diese Musik an, okay? Blendet das Ding-Ding mal aus. Einfach nur die Musik hören. So, mit etwas Glück finden wir jetzt gleich ein Extra-Leben und dann hört auch das Ding-Ding auf. Ja, wunderbar. Und jetzt wieder der Musik lauschen und genießen. Ach, dieses Game. Ich habe es geliebt. Und jetzt, bei diesem Projekt, merke ich, dass ich es immer noch liebe. Ich würde sagen, volles Leben, oder was? Ich wusste, dass hier noch so ein Ding ist. Ich wusste sogar, dass noch dieses Herzchenteil das ist. Wollte es nur nicht sagen. Nee, ich hab's echt noch gewusst. Okay, fail. Ach, dieses Spiel, das ist echt so meine Kindheit. So ein geiles Game, einfach nur. So, jetzt müssen wir auf der Seite sein und das Teil kaputt hauen. Komm. 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 Danke. Bisschen extra Geld. Ist auch nicht zu verachten. Autsch, das Viech. So, das Viech können wir da auch hochkriegen. Aber intelligent, oder? Heutige Spiele, Call of Duty. Leute, vor allem die kleinen Kiddies, die so gerne Call of Duty zocken. Ihr wusstet gar nicht, wie geil solche Spiele. Ihr wisst gar nicht, wie geil solche Spiele damals waren. Das war damals richtig geil, wo ich klein war. Was Geileres gab es damals kaum. Natürlich, es gab bessere Spiele. Aber wenn ich mich erinnere an die GBA-Zeiten, wo ich das Spiel gespielt habe. Es war einfach... Okay, stellenweise wirklich frustrierend. Klar, es ist grafisch nicht aufwendig, aber was willst du erwarten? Das Spiel wurde 2001 entwickelt. Das merkt man. Und es ist auch keine Schande, es ist nicht schlimm, es ist einfach nur ein geiles Spiel. Grafisch... Okay, kann es gar nichts, aber... Ganz ehrlich, was erwartet ihr? Wer mehr erwartet, der ist einfach nur ein Arschloch. Ihr müsst echt bedenken, was das damals für eine Zeit war, wo das Spiel rauskam. Wirklich grafisch aufwendige Sachen gab es damals nicht. Okay, natürlich, es gab grafisch aufwendiger als das Ding. Es gab sogar grafisch viel aufwendigere Sachen als das hier. Aber es war einfach nur geil. Dieses Spiel ist einfach nur ein großes Stück meiner Kindheit. So, jetzt müssen wir hier die Hopsoles richtig erwischen und weiter geht's. Ich weiß auch gar nicht, wie wir von den Kristallen her stehen. Ich glaube, wir haben erst... Nein, du kriegst mich nicht. Ich glaube, wir haben erst einen. So, wunderbar. Souverän den Jump gelöst. Später werden die noch richtig mies versteckt. Da kann es sein, dass wir ein Level wirklich lange nach denen durchsuchen und auch wirklich mehrfach reingehen, um alle zu kriegen. Weil, mein letztes Mal spielen ist dann doch so lange her, dass ich nicht mehr alle Verstecke weiß. So ein gutes Gedächtnis habe ich dann doch wieder nicht. So. Gibt's hier nichts mehr?
So, was machst du nochmal mit uns? Ah, okay. Dann würde ich dich gerne mal noch da runterholen. Hat runterholen gesagt. Ja, nicht lustig. Komm. Steh auf und schieß einen Pfeil auf mich. So, vorhin ging es da nämlich hoch und wir konnten da nicht hoch. Erinnert ihr euch noch? Das war da oben irgendwo. Wenn ich mich jetzt nicht allzu noobig anstelle, können wir jetzt da hoch. Genau so. Und hier finden wir irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe. Wenn man nicht failt, so wie ich. So. Nein! Fuck! Ach, scheiße. Und das Ganze nochmal. Hey, du Mist. Lol. Nein! So, komm mal mit, du Mistviech. Du musst nur vorsichtig sein, den Frosch nicht zu aktivieren. Komm! Schieß mal einen Pfeil auf mich. Genau, wir konnten so schneller. Habe ich ganz vergessen, dass es ja auch geht. Kann man eigentlich auch machen. So. Ich möchte mich ja auch nicht ewig festfressen. So. Ach, nur ein Diamanten. Also, was heißt nur, aber... Gibt Besseres. Auf jeden Fall... Ich gehe jetzt einfach mal drauf. Ich hoffe mal, wir kriegen die restlichen noch auf dem Rückweg. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech. So, hier sieht's doch aus, jetzt hier da was. Genau. So. Komm. Bam. Erstmal mit der Steuerung wieder. Ach komm. Lol. So. Komm, geh da rein. Ja, super. So. Mistviech. Letztes. Nein, ouch. So. Das wusste ich aber auch noch nicht, dass das geht. Okay. Ist jetzt egal. Wir müssen hier raus und so. Da ist wahrscheinlich CD hinter oder sowas, aber... Wozu brauchen wir die CD? Ich will hier raus. Das ganze Ding fliegt gleich in die Luft. Ich will hier raus. Ich will nicht sterben. Ich will überleben. Oh, diese Musik, ganz ehrlich. Boah. Wie geil das damals einfach nur war. Generation nach 2000 hat doch gar keine Ahnung. Wenn ihr nach 2000 geboren wurdet, dann könnt ihr nicht sagen, dass dieses Spiel schlecht ist, weil ihr das gar nicht miterlebt habt. Ich bin mir mit einem 1995 schon spät dran, aber ich kann solche Spiele noch schätzen. Jeder, der sagt, dass dieses Spiel schlecht ist, kriegt von mir persönlich eine Ohrfeige. Ich finde raus, wo ihr wohnt und ich gebe euch eine Ohrfeige. Okay. Das wird leicht schwer. Von jedem, der es dann sagt. Ich denke mal nicht, dass wenige sein werden. Schon allein um... Ach, wir hatten die CD. Lol. Schon allein aus Trotz. Na, da sieht man schon, wie verpeilt ich spiele. Dass da dann welche schreiben, ja, das Spiel ist voll kacke. Aber... Einfach nur so ein geiles Spiel. So ein Projekt ganz neben den normalen. So ein unregelmäßiges. Doch mal schön. So, den Minigame-Shop überspringen wir mal und wir gehen gleich zu Kraktus. It's Boss Time. Rein geht's. Miau, wir haben leider keine Münzen für den Boss. So. Boss Time. So, erstmal Boss wecken.